Yeah. So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Total War. Warhammer. So gut, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumüberlegt und so. In ganzer Ruhe. Wir haben jetzt an sich zwei Optionen. Entweder wir trennen unsere Armeen, schicken eine hier hin, um uns um diese kleine Armee zu kümmern, plus eine zweite, also hier Grimgorg, könnten wir dann nämlich parallel nach Düsterberg schicken, um Düsterberg einzunehmen. Weil so wie ich das sehe, wir haben am Ende letzter Folge diese eine Armee abgefangen und gekillt, die von hier kam, dürfte hier nichts mehr sein, außer die kleine Garnison. Das einzige Problem an der Sache ist, dass dieser Gebirgspfad hier sehr, sehr, sehr tödlich ist. Und deswegen würde ich das vielleicht sogar lassen und lieber sagen, yo, wir gehen auf Nummer sicher. Was heißt auf Nummer sicher? Aber fokussieren beide Armeen jetzt erstmal auf diesen Bereich hier. Dass wir den hier noch platt bekommen und dann endlich diese riesengroße Festung einnehmen. Ich denke, das macht vielleicht wirklich ein bisschen mehr Sinn. Ne? So, ich wollte mal ganz kurz gucken. Ich würde hier, es ist erstmal alles cool, ich würde mal gucken wegen Gehorsam, bevor wir jetzt weitermachen. Hier ist auch noch alles in Ordnung. Müssen das trotzdem im Auge behalten. Hier ist auch alles in Ordnung. Aber wisst ihr was, Leute? Dann tendiere ich ja fast dazu, dass wir das jetzt endlich mal auf Stufe 3 bringen, das Gebäude. Weil dann können wir nämlich, können wir das hier dann bauen, damit wir dann auch endlich diese Spinnreiter kriegen. Und wir können das hier bauen für Nachtgoblins und Orkmarschers, was eine bessere Infanterieeinheit ist und so weiter und so weiter. Das würde sich auf jeden Fall lohnen. So, also machen wir das einfach mal. Hier haben wir auch noch was zum Reparieren. Es ist jetzt die Frage, ich sollte wahrscheinlich erstmal das Ganze machen, damit die Ordnung wieder besser wird, oder? Machen wir das mal. So gut, so gut, so gut. Und ansonsten passt das eigentlich. Achso, wir hätten vielleicht noch versuchen können, den irgendwie aufzuhalten. Ist ja auch eine Idee. Ich schicke meinen Agenten erstmal hier hin und dann gucken wir weiter. Können wir dann nächste Runde auch noch probieren. So, was mache ich mit euch, ist jetzt die Frage. Du bist fast voll. Die schicke ich auf jeden Fall schon mal wieder in die Richtung hier. Soweit es geht halt. Und dich würde ich wohl... sieht eigentlich auch alles noch relativ gut aus. Wir müssen noch gucken hier, ne, das ist minus 15 gerade. Das wird sich ja wieder ein bisschen beruhigen. Okay, dann würde ich jetzt alle einfach hier straight forward hinschicken. Ich glaube, das gefällt mir besser. Weil wenn wir hier langlaufen, haben wir übelsten Verschleiß. Und das jetzt nur um Düsterberg zu holen. Wird dann sogar eine andere Stadt in dieser Provinz, also Chromgipfel, jemand anders gehört. Das macht jetzt nicht so viel Sinn. Das ist an sich hier eine ziemlich taktisch eine geile Position, jetzt hier die Städte zu haben, weil wir hier alles wunderbar zubauen können wegen dem Gebirge. Natürlich gibt es immer noch diese Möglichkeit, über Tunnel zu laufen und so unterirdisch, aber trotzdem hat es ja Vorteile, so eine naturelle Grenze zu haben. Nee. So gut. Das gehen wir noch ganz schnell. Feindesjäger würde ich jetzt skillen wollen. So, und dann kommen wir nämlich jetzt hier in einen sehr, sehr coolen Bereich. Spätestens der Wag ist dann richtig nice. Plus 34 Nahkampfangriff und plus 8 Führerschaft. Und das wirkt sich auf alle Verbündeten in der Reichweite aus. Was super ist. So, ich kann mir auch noch skillen. Würde ich wohl erstmal Magieerdung nehmen. Energiereserve der Winde der Magie plus 15. Ne? Kann man noch mehr Zauber wirken. So. Wobei. Der hat nicht viel Leben, der Typ. Wir könnten versuchen, also wir werden auf jeden Fall verlieren, so viel sollte klar sein. Aber wir könnten probieren, den General von dem wenigstens zu killen. Ich werde einfach, das wird ganz stumpf jetzt. Sämtliche Einheiten, die ich habe, würde ich auf den General schicken. Vielleicht kriegen wir den ja down. Viel Leben hat er ja nicht mehr. So. Gut, Leute. Nicht so viel Zeit ist verstreichen lassen, weil wir wollen unbedingt, in dieser Session jetzt die Festung einnehmen, die große von den Zwergen. So, ja, machen wir euch auf die 2. Machen wir euch auf die 1. So. Okay, okay, okay. Ich meine, hier hätten wir sogar einen Wald, wo wir uns verstecken könnten, rein theoretisch. Aber das macht eigentlich nur mehr Sinn mit Kavallerie und so weiter. Jetzt hier mit solchen langsamen Einheiten ist das nicht so sinnvoll. Ich geh einfach los. So,
machen das hier drauf. Wir probieren es einfach mal. Außerdem können wir uns immer in Ruhe jetzt hier das alles mal anschauen. Das ist, man kommt ja bei großen Schlachten immer sehr schwer dazu, weil ja die ganze Zeit irgendwas zu tun ist. Oh Mann, das sieht so unfassbar gut aus. Ich muss auch irgendwann mal so ein bisschen Just for Fun mal mit den anderen Klassen spielen, damit ich nur besser kennenlerne, was da die Kontereinheiten sind und so. Das würde Sinn machen. So, die fokussieren auf jeden Fall alles auf den Helden, das ist gut. So, jetzt ziehen sie sich gleich zurück. So gut! Ich hau jetzt einfach alles drauf hier. Ihr könnt euch mal um die kümmern, dass die abgelenkt sind, und ihr jetzt schnell hier drauf. Ihr lenkt mal die erstmal ab schnell. Probieren es einfach. Jo. Jo. Also zumindest haben wir den ein bisschen erwischt, so wie es aussieht. So, Bogenschützen. Ihr feuert weiter. Wo steht denn eigentlich dann, wann die Muni von denen alle ist? Das würde mich auch mal interessieren. Sobald das Bogensymbol weg ist? Ich weiß es nicht. Ja, er versteckt sich so hinter, ein kleines bisschen hinter seinen Einheiten. Weiß ich nicht, ob wir den jetzt erwischen oder nicht. Alter! Schade, dass Grimgurk nicht da ist. Sehr, sehr schade, dass Grimgurk nicht da ist. So, gut, die haben keine Pfeile mehr auf jeden Fall. Ja, ich schick die euch. Moment, Nahkampfmodus. Lenkemodus aus, Feuermodus aus. Ja, ich kann die halt nur mit draufschicken eigentlich. Ich könnte versuchen, von der Seite irgendwie anzugreifen noch. Viel wird das auch nicht bringen. Können wir probieren. So. Halt mal hier hin. So richtig chargen kann man mit denen ja sowieso nicht. Okay, jetzt rennen sie los. Aber Rennen kann ich irgendwie nicht mehr aktivieren gerade. Ah, die rennen jetzt schon. Okay. Ja, das wird jetzt nicht mehr viel bringen. Ich glaube, das Ding ist durch. Ich weiß nicht, ob wir denen das noch vielleicht abbekommen, aber ich glaub's ja irgendwie nicht. Alter. Feiglinge auf dem Krieg auf ihn. Ich fand eigentlich, dass wir doch relativ mutig waren. Aber ich krieg den nicht platt. Okay, das war's wohl gewesen. Es war ein Versuch wert. Ich fand die Idee nicht verkehrt, Leute. Ich fand die Idee nicht schlecht. Das mal auszuprobieren. Hey, wir haben immerhin 10% von denen gekillt. Das ist, ist okay. Es hat leider nicht ganz gereicht. So, na mal gucken. Wir müssen den jetzt irgendwie noch plätten. Wenn wir den platt bekommen, hat der Zwerg keine Armee mehr, außer die Garnison. Wenn ich das richtig sehe. Ich bin ein bisschen ungünstig, weil dann hier sehr bald eine Rebellion losgehen wird. Ne? Das müssen wir im Auge behalten. Und hier genauso kann das auch sehr schnell gehen. Müssen wir auch im Auge behalten. Erreiche ich dich ja zufällig hier? Ich kann den angreifen. Aber wenn ich ihn jetzt hier angreife, wird die Garnison mithelfen. Warte mal. Ist gut. Wenn ich ihn hier hinstelle, ist er dann als Unterstützung dabei. Nee, der ist dann zu weit weg, würde ich schätzen. Ich probiere es mal aus. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt mit Marsch den da hinstelle, dann ist der kriegsmüde. Können Sie mal setzen. Marsch können wir dann immer noch anmachen und den dann daran stellen, wenn wir wollen. So, okay. Könnten natürlich auch ein Attentat. Ah, nee, wir haben zu wenig Gold, schade. Jetzt hätten wir den General so töten können.
So gut, wir probieren. Wir testen das. Nope. Oh nein. Kann ich das nicht rückgängig machen? Ich dachte, ich könnte sagen, nochmal einen Schritt zurück und dass ich die andere Einheit hier reinstecken muss. Kann. Ja, so brauchen wir gar nicht anfangen. So. Das war dumm. Okay, dann nächste Runde vielleicht. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, Rebellion bevorstehend. Okay, Leute, also. Ja klar, ich meine, die müssen um den Kreis rumstehen. Hätte ja sein können, dass dieser eine Zentimeter ausreicht, dass er ein bisschen später nachkommt oder so. So, ich würde es jetzt so machen. Ich würde jetzt mit einer Armee... warte mal, hier sind wir jetzt bei minus 9. Ich würde eine Armee jetzt rüberschicken. Wahrscheinlich hier hin oder so, weil hier wird gleich eine Rebellion losgehen, damit ich hier niederschlagen kann. Was gut ist, dann kriegen wir nämlich wieder Wag dazu. Und eine andere Armee würde ich plündern. Ein Plünderlager einfach erstellen. Ja, dann kriegen wir nämlich auch Wag dazu. Dann müssen wir jetzt mal gucken, mit welcher mal was machen. Das ist aber eigentlich Ruminum. Das sind noch 17 Einheiten. Okay. Na gut, machen wir einfach mal mit euch hier. Ich könnte dich aber hier hinstellen im Plünderlager machen. Das gefällt mir besser, die Position. Man darf sich noch nicht mehr als 50% bewegt haben. Also nicht mehr als 50% Bewegungspunkte ausgegeben haben. Dann kann man noch das Plünderlager machen, sozusagen. Oder können wir den angreifen? Nee, da ist so ein roter Pfeil. Geht nicht. Ich guck nochmal eben, ob es mit dir. Mit dir gehen würde er wahrscheinlich auch nicht. Nein. Okay. So, dann mache ich mit dir Marsch an. Und schicke dich mal. Hier hin. Oder. Nee, ich schicke dich hier hin. Nur für den Fall der Fälle, dass er jetzt da nochmal hin möchte. So. Und dich? Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht mehr als die Hälfte raushauen. Würde ich einfach hier hinschicken. Dann ist er nämlich auch zu. Ich glaube nicht, dass man dann hier noch vorbeikommt. Und ich dürfte dann nicht mehr als 50% der Punkte ausgeben, hoffe ich. Und kann dann nämlich erst noch Plünderlager erstellen. Sehr gut. So, jetzt kriegen wir Wag dazu. Also ein bisschen Bonus. Und wir müssen eigentlich auch jagen. Und wir machen 570 nächste Runde durch das Plündern. Was nice ist. So gut, das war es natürlich schon gewesen. Das war es an sich schon gewesen. Mehr können wir jetzt nicht machen. Habe ich ein bisschen verkackt, leider. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Wie krass schnell. Wie kann der Zwerg sich denn bewegen? Ja, nochmal probiere ich das nicht. Der hat jetzt ja noch mehr Leben als davor. Wir müssen den über. Wir müssen den in der Kampagnenbewegung stoppen. Das ist unsere einzige Chance. Mit dem Agenten. Ja, sonst rennt er uns immer wieder weg, habe ich so das Gefühl. Oder wir gehen jetzt einfach drauf. Kann aber sein, dass er wegrennt. Ich will mal ganz kurz gucken. In der Runde 0. Aber wir haben noch ein Stimmungstief nach Wag und das müsste bald weg sein, theoretisch. Weil wir den Wag verloren haben, sozusagen. Also ich überlege nur, ob ich den davor in der Bewegung einschränken will, bevor ich jetzt drauf gehe hier. Aber wir machen das dann nächste Runde. Was zählt dafür? Nö, das würde eigentlich jetzt Sinn machen. Hm, 54, 36. Probieren's. Let's go. Kill them all. Move it. Jetzt konnte er sich nämlich nicht so weit wegbewegen. Okay, das ist niedlich. Wollen wir das selber machen? Ach komm, klar. Es ist halt wirklich jetzt nicht so. Ich würde halt lieber jetzt sehr schnell dann diese Festung versuchen einzunehmen. Das ist jetzt ja wirklich nicht so spannend. So, nice.
auffressen will. Und einen Schurkenhelm haben wir bekommen. Hätte ich den nämlich jetzt nicht verlangsamt, wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass der beim Hutzug wäre doppelt so weit gekommen und dann hätte ich ihn nicht mehr erreicht, glaube ich, mit Grimgorg. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich bin das nur auf Nummer sicher gegangen. So, und Rebellion wird da trotzdem bald losgehen. Die werden wir instant niederschlagen und dann haben wir Wag, Leute. Nice. Ich freue mich. So, ich weiß nicht, ich stelle dich mal hier so ein bisschen mittig. So dass wir vielleicht sogar die Rebellion in einer Runde erreichen. So, und dich würde ich jetzt schon mal hier hinstellen. Da können wir nämlich dann die Mauern sabotieren. Bald. Machen wir mal hier hin. So, und wir haben auch ein bisschen Gold. Ich überlege gerade, ob wir sowas machen wollen. Nee, also hier ist nix. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal weiter hier. Ganz kurz noch was schauen hier, Moment. Ich erpresse hier keine Bezüge mehr. Machen wir das mal wieder. Okay, nö, nee, machen wir jetzt einfach weiter. Ich weiß nicht, dieses Musterungsfeld, das bringt jetzt ja nicht so viel. Das würde ich vielleicht sogar abreißen. Da kriegt man ja wieder ein bisschen Gold dazu. Und dafür wahrscheinlich hier auf Steuereinnahmen gehen. Ich bin halt der Meinung, diese... Ja, es ist nicht so einfach, aber diese Musterungsgebäude machen mehr Sinn, immer in der Hauptstadt zu bauen, weil die Hauptstadt kriegst du oft hier 5. Die Nebensiedlung kriegst du nur oft hier 3. Und hierfür würde ich dann lieber dann auf Finanzen gehen oder so. Finde ich irgendwie sinnvoller. Beziehungsweise würde ich dann, wenn dann hier in dieser Hafenstadt, dann solche Musterungsdinger, Garnisonen bauen und so. So gut. Dann können wir an sich weitermachen. Oh, Fähigkeitspunkte. Dim, 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 dim. Also sie, ne? Blutige Klinge. Ah, das können wir reparieren. Das wäre sinnvoll. Ist das nicht nächste Runde sowieso dann ganz? Ja. So. Wir haben den mittlerweile reduziert auf Stärke Rang 29. Also dem gehört glaube ich nur noch das hier und das hier. Und der hat auch keine Armeen. Das ist nur noch, der hat nur noch seine Garnison, Leute. Wir warten jetzt, bis wir den Wag haben und dann greifen wir an. Aber sowas von böse. Der wird sowas von rasiert. Ich finde den Spruch lustig. Jetzt wäre. So. Silberstraße. Okay. Das können wir mit dem umhauen. Das ist kein Problem. Und da kriegen wir nochmal Wag dazu. Ich stelle dich mal hier hin. So, das passt doch. Da müssten wir rein, theoretisch. Ja, komm hier. So, nächste Runde dürfen wir Wag haben. Momentan haben wir minus 1. Müssen bald mal wieder die Items checken. Gut. Okay, das ist ärgerlich. So, 2500 haben wir. Dann machen wir hier erstmal Finanzen. Könnten auch auf Gehorsam gehen. Das könnte auch Sinn machen. Ich hau hier erstmal, ich gehe erstmal auf Gehorsam. Nee, geht noch nicht. Das geht erst, wenn ich das auf Tier 2 habe. Dann gehe ich auf Finanzen. So. Okay. Ja, das könnte auch mal Sinn machen. So gut, dann war es das mit dieser Runde auch gewesen. Nächste Runde. Nice, 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 nice. So, 4 Punkte müssen wir jetzt nochmal in die Gruppe investieren. Dann können wir den Wag-Buff holen.
User-Care finde ich jetzt nicht so cool. Nahkampfabwehr plus 2. Rüstung plus 3. Ja, bringt Nahkampfabwehr ein bisschen mehr, denke ich. Stärke 6%. Ja, da würde ich doch lieber das hier skillen. So. Wenig streitlos, yo. Den werden wir dann bald befördern und so. Also, der wird bald ein paar Einheiten bekommen und dann hat er auch Action. Das kriegen wir noch hin. Yes, Leute! Warte mal, das war jetzt gerade einmal mehr, als ich erwartet habe. Hä? Oder reden die davon? Na gut, machen wir die erstmal platt. Können auch unsere Wagamee nehmen. Aber eigentlich nicht. Die Wagamee würde ich, warte mal. Nee, wir machen die jetzt erstmal platt hier. Was haben wir denn eigentlich in der Wagamee? Oh, keine Spinnen und nix. Schade. Das ist schade. Den haben wir mal ordentlich zermorscht. Ich muss die Banner da mal verteilen hier. Bei Rang 11, ey. Guck ich. Ja, ich muss ja nicht gucken, der mal Items dann gleich durch. So. Bist du was? Dann können wir da eigentlich mit denen hier belagern schon mal. Können wir schon mal vorschicken. Das ist eine Armee. Eine kleine Armee ist da. Könnten die blockieren. Mhm. So gut, das müssen wir erstmal die hier platt machen. Gib mir nämlich bald noch eine zweite Wagamee. Es geht wirklich jetzt hier Schlag auf Schlag, oder? Das ist krass. So, nächste Runde. So gut, so gut, so gut. Okay. Ah, da kommen wir sogar in zwei Runden hin. Da können wir den Marschstand direkt verstärken. Den Wag, die Wagami. Mal hier hin. Die müssen wir reparieren. Wie ich erwarte zumindest. Wie brennt denn das noch? Ich habe jetzt hier nicht irgendwo einen Aufstand übersehen, oder? Ich denke eigentlich nicht. So, das können wir auf die nächste Stufe bringen, das könnte Sinn machen. Das ist hier genauso, da könnten wir die Gehorsam... Es würde eigentlich schon jetzt mal langsam Sinn machen, die Gehorsam überall mal ein bisschen zu pushen. Höhle voller Glitzerkram. Wegen dem Gold, alles klar. Nein, das mache ich doch instant. Plus 500 bringt das. Nice.